So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolf bei der EP. Tut mir leid, dass ich beim letzten Mal ein bisschen genervt war, aber es hat mich doch sehr gestört, also es tut mir leid. So, ich wollte nämlich das Deck jetzt nochmal schön vorstellen. Also, du hast zwar gesagt, ich soll eins bauen, aber an sich, ich würde dieses Deck nochmal neu aufbauen. Mehr würde ich nicht machen. Ich zeig's dir kurz und ja, ich fahre jetzt nochmal langsam drüber. Also brauchst im Prinzip 4 Kaumalats, 2 bis 4 Knaxel, 4 Knackrack, Riolu und Lucario brauchst du ein paar. Kommandutan, das machen viele mit Zoroark oder anderen Karten. Ich habe mich jetzt halt für Kommandutan entschieden. Ob du das machst, ist natürlich völlig frei deine Entscheidung. Sonderbonbon empfehle ich mal 3 bis 4 vielleicht sogar. Spezialhämmer müssen rein. Energiezugewinn, gut, kann man sich drüber streiten. Timerball fürs Entwickeln. Brief vom Professor, ja, das ist halt so meine Marotte. Adressbuch, um die Cynthias wieder reinzuhauen. Linette, um schnell an Pokémon zu kommen. Die Kukuis für Schaden und um an Karten zu kommen. Da habe ich 4 Stück drin, eine ist nach hinten gerutscht. 4 Cynthias sind Pflicht, Bromley ist Pflicht. Eine Pokémon Center Dame ist jetzt meine Marotte. Und Geraldine zum an Karten kommen. Ansonsten halt 4 Farblos, Doppelenergien und haufenweise Kampfenergie. Faustenergien bringen dir hier nichts, weil du an Drachen-Pokémon anlegst. Gut. Dieses Deck ist kostengünstig zu erstellen, weil man fast alle Karten in seinem eigenen Starterdeck bekommt. Also ich habe mir einfach das Starterdeck von ihm 2-mal gekauft und habe dieses Deck erstellt. Und jetzt hört ihr gleich mal meinen Rollladen im Hintergrund hochfahren. Ich bin nämlich gerade erst aufgestanden, ich habe total verschlafen, weil meine Freundin hat gestern total Ärger mit ihrer Mutter gekriegt und ich habe dann auch nochmal die Mutter angerufen und habe die geredet, dass das völlig überzogen ist. Und ja, ich hoffe, jetzt ist zumindest alles halbwegs wieder gut. So, jetzt ist halt die Frage, wen packe ich vor? Ich packe jetzt mal Riolu vor und hoffe aufs Beste. Ja, noch ist draußen gar nicht mal so warm. Es wird noch warm. Wartet mal kurz. Ich habe gerade ein kleines Problem. So. Was ist passiert? Ne, ich habe hier nämlich noch was zu essen für mich schon stehen. Und da haben sich gerade Obstfliegen drüber hergemacht. Warum auch immer. Diese Mistviecher. Ich werde sie einfach nicht los gerade. Obstfliegen sind eine Plage. Das sage ich euch, und eine der schlimmsten. Obwohl ich Frischhaltefolie drüber hatte, das wundert mich am meisten. Wie sind diese Mistviecher da reingekommen? So, ich mache jetzt nochmal neu. Vielleicht war die nicht ganz dicht. Problem ist halt auch, die Frischhaltefolie ist kleiner als meine Schüssel. Das heißt, von der Breite her passt es nicht ganz. Na, so. Jetzt bin ich wieder voll da. So, jetzt gehen wir hier gleich mit Lucario voll ran. Und vor allen Dingen, der Spezialenergie können wir erstmal wegmachen. Dann holen wir uns mal mit der Cynthia. Genau. Da holen wir uns noch einen Kaumalat. Und jetzt brauchen wir ja theoretisch nur noch einen
Knackrack, weil wir ja auch die Energien dafür haben und dann geht's hier rund. Ja, das ist das Problem, diese Sora-Axt, da kommt unser Gegner recht gut dran. Ich habe keine, ich weiß, ich will mir auch welche kaufen und ihr habt mir auch gesagt, ich soll mir die entsprechenden Decks machen und dann ist das alles viel, viel einfacher. Auch in den Turnieren, aber ja, ich schaff's ja auch in meinen Turnieren jetzt weit zu kommen, aber es ist halt trotzdem immer ein Akt und ich habe da auch im Moment nicht so die Zeit für. Dieses Mistvieh, aber das kriegt gleich richtig die Schnauze voll. Weil unser Schaden durch Resistenz nicht verändert wird, aber das heißt nicht, dass er nicht durch Schwäche verändert wird. So, hier nochmal schön 20 Schaden erhöhen. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich jetzt halt nichts hab. So, 180 Schaden. Mal direkt auf die Schnauze hauen. Bin auch mal gespannt, heute müsste eigentlich meine Capture Card kommen, ob ich dann zumindest was von der Post eingeworfen kriege, weil das ist das Problem, wenn der Postbote mir jetzt nichts einwirft und der gibt es bei einem Nachbarn ab, ich finde das Ding nie wieder, dann muss ich darauf hoffen, dass irgendwann der Nachbar bei mir klingelt oder ich muss unten einen Zettel aushängen. Wenn es bei beim Paketzentrum abgegeben wurde, beziehungsweise bei so einem kleinen Lädchen bei uns um die Ecke, dann kann ich da einfach hingehen und kann sagen, hier, habt ein Paket für mich, guckt doch mal bitte nach. Da ist auch meistens nicht so viel los, da geht das. Das würde ich dann einfach morgen, ich will eh zu Zero, dann steige ich ein bisschen an einer anderen Stelle in die Straßenbahn und gehe da vorher noch zu diesem Lädchen. Das geht. Das ist machbar. So. Ja, jetzt kann ich nie angreifen, weil ich das gemacht habe. Ich bin ja auch ein Held der Arbeit, ne? Ja, aber dafür haben wir nächste Runde dann das Knackrack. Ist jetzt ein bisschen schlechtes Beispiel dafür, wie gut dieses Deck sein kann. Aber vielleicht hast du ja den letzten Part gesehen, auch wenn ich mich da ein bisschen aufgeregt habe. Und weiß, dass dieses Deck eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Es ist halt manchmal ist halt einfach der Wurm drin. Man sollte auch oftmals versuchen, sich nicht aufzuregen. Ich weiß das. Ich habe schon alles probiert, von beruhigen, überschlafen, bis hin zur Meditation. Und früher, ich kann das mal kurz erzählen, früher habe ich mich tatsächlich niemals aufgeregt. Nie. Ich war die Ruhe in Person und ich reg mich heute noch wenig auf. Aber ich reg mich viel, 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 viel mehr auf, seitdem ich hier wohne. Weil mein alter Hausmeister, der hat einfach meine Nerven so sehr strapaziert, dass ich da einfach nicht mehr anders kann. Es ist unglaublich. Was eine Person ausmachen kann. Und ich bin sehr froh, dass dieser Hausmeister gefeuert wurde und ja. Ich meine, auf der einen Seite bin ich nicht froh, weil jetzt gibt's hier Regeln. Auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, weil jetzt gibt's mal jemanden, der was macht. Und diese angebliche Rechnung da von Schlüsseldienst, wahrscheinlich hat da einer von der Hausverwaltung gesagt, hier, das ist nicht rechtens. Das könnt ihr nicht machen, ihr habt nur aufgeschlossen, ihr habt da keine Arbeit gehabt. Das könnt ihr nicht berechnen und deswegen habe ich keine Rechnung bekommen. Oder die arbeiten einfach so lange, dass ich dann irgendwie 3 Jahre, nachdem ich ausgezogen bin, die Rechnung für den Schlüsseldienst kriege. Kann natürlich auch sein. Dass die einfach die Rechnung nicht fertig kriegen. Wird sich ja zeigen. Also
früher oder später werde ich ja, denke ich, eine Rechnung bekommen. Er hat mir angekündigt, da groß und breit, dass ich eine kriege. So, und jetzt können wir nur 200 Schaden machen, ne? Ah, diese Viecher sind eindeutig zu ätzend. Aber ich empfehle es euch. Versucht ruhig durchzuatmen, regt euch nicht auf. Es ist für euch gesünder, es ist für eure Umwelt besser. Man muss nicht immer gleich sich aufregen und rumschreien. Ich mache das auch ungern. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, und ich bin fast 24, auch wenn ich es nicht gern zugebe. Und ich schreie nie rum. Also ich habe vielleicht 5-mal in meinem Leben bin ich wirklich laut geworden. Und 3 davon gegen den alten Hausmeister, also das sagt schon einiges. Einmal oder 2-mal gegen meinen Vater noch, wenn der wirklich mich auf die Spitze getrieben hat. Aber ansonsten, nee, 1-mal gegen meinen Vater und 1-mal gegen Freund, das weiß ich noch. Und ansonsten werde ich nämlich nie laut. Ich bin immer ruhig, bin immer vernünftig. Und tut es mir gleich, weil es bringt nichts. Ganz ehrlich, das merke ich so oft. Wenn man irgendjemanden anschreit, dann führt das nur dazu, dass am Ende der trotzig ist und dann will er erst recht nicht machen, was auch immer man eben gerade von ihm will. Und nein, redet ruhig miteinander und das ist. Dann wird das auch alles. Ist jetzt ein kleiner Tipp von mir, ich weiß. Es ist immer ein bisschen doof, aber ich kann es euch einfach nur ans Herz legen. Ja. Das ist wie reden, wie dieses, was ich schon mal im Video angesprochen habe. Wenn man was andeutet und dann sagt, ja, warum verstehst du es nicht? Leute, es funktioniert einfach nicht. Leute sind dumm. Was? Einmal während jedes Zug. Wartet mal. Einmal während des Zugs jedes Spielers kann der Spieler sein Deck nach einer Ultra-Bestien-Karte durchsuchen. Verzeihung, ich musste gerade gehen. Ja, das ist halt schon heftig, aber ich habe keine Ultra-Bestie, daher bringt es mir nicht so viel. Wäre jetzt gut, wenn ich ein Lucario hätte. Ich habe schon im ersten Moment gedacht, ich hätte jetzt ernsthaft eins gezogen. Jetzt können wir natürlich nicht den vollständigen Angriff machen. Ach, das sind Ultra-Bestien? Ja gut, dann hauen wir denen erstmal auf die Schnauze. Ja, wie gesagt, das ist genauso. Da denkt man dann auch, ja, ich habe das jetzt angedeutet, weil ich nicht genau sagen wollte, was ich möchte. Und der andere versteht das. Und am Ende ist das einfach nur ein riesen Missverständnis. Der andere hat überhaupt nichts verstanden, weil, ganz ehrlich, Frauen machen das gerne und wir Männer sind einfach zu dämlich dazu. Also, liebe Frauen, glaub bloß nicht, wir verstehen da irgendwas. Wir sind einfach, ne? Also, ich kann zumindest für mich sprechen und einige Leute, die ich kenne, die verstehen da nämlich gar nichts. Ja. Und das ist genauso, weil da denkt man auch, dann versteht man's. Und wenn man jemanden anbrüllt, denkt man ja auch, so kriegt man ihn endlich zum Verstehen. Aber es führt im Prinzip nur zum Gegenteil. Es führt zu absolutem Unverständnis. Und deswegen, Leute, ruhig bleiben im Notfall, fangt mir Meditation an. Ich habe es probiert, es funktioniert teilweise. Weil man da so ein bisschen, man wird sich so ein bisschen bewusst, was eigentlich der Kern des Problems ist. Und das ist eigentlich was Wichtiges, man. Man muss wissen, wo eigentlich das Problem liegt. Aber gut, ich rede euch hier schon wieder ein vom Pferd. Das
bringt eigentlich auch nichts. Eigentlich wollte ich euch ja bloß dieses schöne Deck zeigen und jetzt spielt unser Gegner hier irgend so ein komisches Ich töte dich mit Gift-Deck und das macht auch nicht viel Spaß. Die Doppelfarblos-Energie bringt uns jetzt auch nicht so sonderlich viel. Wir können jetzt zwar die Königsklingen einsetzen, aber wir können nichts damit machen. Ich hätte jetzt vielleicht auf den Scanner ausweichen sollen von Riolu, aber irgendwie läuft's gerade nicht. Irgendwie ist gerade der Wurm drin. Aber es ist ja regelmäßig bei mir so. Aber ihr dürft euch freuen, mal abgesehen davon, wer es noch nicht mitbekommen hat. Samstag Livestream bei mir auf dem Twitch-Kanal. Ich freue mich riesig, ich freue mich auf euch. Der eine oder andere hat ja schon gesagt, ja, ich komme. Und nee, nicht was ihr jetzt wieder denkt. Denkt doch bitte nicht so versaut. Nein, aber ihr freut euch da, glaube ich, auch ein bisschen drauf. Und ich freue mich auch. Das Lucario hätten wir ein bisschen früher gebraucht. Ja, ich freue mich riesig. Und ich bin wirklich glücklich, wenn das mit dem Livestream alles klappt. Ich möchte auch gerne, dass meine Freundin halt dabei ist. Ja, wir haben keine Ultra-Best, ich wollte es einfach mal gucken. Dass sie dann wieder dabei sein kann, dass ihre Mutter dann endlich Ruhe gibt. Und ja, ich hoffe halt einfach das Beste. Das meint ja auch, dass diesen Livestream mal ein paar Leute kommen. Wer das Infovideo noch nicht gesehen hat, sollte es sich dringend angucken. Jurassic Wolf, der Stream. Es ist traurig, weil das Thumbnail mir wurde im Nachhinein noch gesagt, ja, der Wolf, der ist ein bisschen zu weit unten, den hättest du höher machen müssen und so weiter. Aber ich hab wirklich viel Mühe mit diesem Thumbnail gehabt, weil ich überhaupt nicht gut in sowas bin. Also, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, trotz dass es nicht so aussieht. Und wir haben gerade 29 Grad, Leute. Es ist viel zu heiß. Warum muss es so verflucht warm sein? Ich hab's ja eher gerne kühl. Bin ein großer Fan von kühl. Ich würde am liebsten noch einen Kühlschrank einziehen, aber da ist das WLAN-Signal so schlecht. Und der Sauerstoff lässt irgendwann nach. Und mein Kühlschrank ist klein. Da passe ich nicht. Da müsste ich mir ein paar Knochen brechen, dass ich da reinkrabbeln kann. Das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache. Obwohl. Dann nehmen wir noch dich, weil von Lucarius, der von Riolus haben wir leider keine mehr. Die gehen uns langsam aus. So, Adressbuch benutze ich jetzt auch einfach mal. Obwohl, kann ich das auch ohne? Nee, eins muss ich mindestens machen. Einfach bloß, damit wir jetzt zwei Karten ziehen, vielleicht ein Sonderbonbon und einen Knackrack. Zumindest ein Knackrack. Aber ich fürchte, am Ende wird unser Gegner triumphieren. Irgendwie läuft es heute für dieses Deck sehr, sehr schlecht. Es ist einfach nicht unser Tag. Dann bin ich mal gespannt, wie es mit meiner Capture Card aussieht, wenn es nicht mein Tag ist. Jetzt haut er noch unsere Energie weg. Es ist zum Mäusemengen. Was kann das Vieh eigentlich? Dieses Algoyon GX. Bestienraubzug. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mal deiner Ultra-Bestien im Spiel zu. Das ist ja. Was hat er sonst noch? Mosquito GX. Die sind auch so schwer zu unterscheiden, die Viecher. Und morgen springen die Crossman. Katagami GX. Es sind alles unterschiedlich. Ich dachte, es wäre alles das Gleiche. Ich finde, die kann man aber auch schwer erkennen. Ja, jetzt, wo man es weiß, finde ich, sieht man es. Aber ansonsten ist das halt echt ein bisschen schwer zu sehen. Für mein Verhältnis jetzt. Aber das ist halt schon ein heftiges Deck, ne?
Ich hasse diesen Kerl. Es ist eine Frau. Ich hasse diese Frau. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht beleidigen, gnädigst. Das bringt mir halt absolut nichts, was ich hier noch tue. Ich fürchte, das Spiel ist aus. Aber denkt dran, Samstag, 14 Uhr, Livestream bei mir. Wird wahrscheinlich kein TCG geben, wir gucken mal, vielleicht, wenn es zu sehr gefragt wird, mache ich vielleicht mal ein bisschen. Aber ich habe eigentlich vor, einen Dino-Stream zu machen, ich hoffe, das vergrault nicht allzu viele, weil es wird trotzdem sehr, sehr cool, sehr, sehr lustig. Also, kommt bitte. Ich würde mich freuen und jetzt habe ich natürlich Pokémon mit Leichtstein gewählt, das ist auch super. Wolf, sei mal ein bisschen klüger, nicht so dumm. Und freut euch, ich habe gestern Freischaltung gemacht. Die nächsten 4 Wochen, heute ist ja Jack and Dexter gestartet, habt ihr Jack and Dexter. Ich habe alles auf Freischalten gestellt. Jeden Tag kommt ein Part für 4 Wochen. Ich brauche mich da nicht mehr drum kümmern. Gut, Leute, in dem Sinne würde ich dann sagen, ihr lasst mir jetzt in den Kommentaren einen Daumen nach oben. Tut mir leid, dass jetzt das Zeigen des Drachendecks nicht so toll funktioniert hat. Wenn ihr wollt, oder ja, wenn du willst, kann ich dir auch nochmal zeigen, wie man ein anderes Drachendeck baut. Aber die sind meistens nicht so gut. Also derzeit ist das halt das Drachendeck, das funktioniert. Das hat jetzt nicht funktioniert, aber ja, du kannst ja noch ein bisschen Feinschliff dran machen. Gut, Leute, ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.